Fit und schlau, Grundschule am Bahnhof in Bad Bramstedt wird als gesunde Schule rezertifiziert. Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von Frank Hoffmann Immobilien, Ihr Experte für Immobilien in der Region und in Hamburg. Das hohe Engagement von Schülern, Eltern, Lehrkräften und allen weiteren Akteuren wird erneut gewürdigt. Nach der Erstzertifizierung 2013 kann die Grundschule am Bahnhof das Siegel Gesunde Schule seit dem 14. Juni weitere 3 Jahre tragen. Am 23. Juni wurde darum an der Grundschule ein Tag der Gesundheit veranstaltet. Auf die Schüler wartete ein bunt gemischtes Programm aus 24 Stationen und Informationsständen. Jede Klasse trug aber auch einen eigenen Teil zu dem Tag bei. Weiter ging es mit einer Aufführung der 3. und 4. Klassen, die extra für diesen Tag einen Tanz zu dem Song Call Me Maybe einstudiert hatten. Das ist ein großes Ereignis heute für unsere Schule, weil wir einen Tag der Gesundheit veranstalten. Und wir sind in der vergangenen Woche zertifiziert worden als gesunde Schule. Und zwar zum 2. Mal schon, also rezertifiziert, seit 2013 nun die Wiederholung des Ganzen. Wir haben das ganze Verfahren durchlaufen und uns wurde anerkannt, dass wir gesundheitsfördernde Unterrichts-, Lern- und Arbeitsbedingungen haben. Ich kann nur sagen, ich bin begeistert, wie die 24 Stationen von den Kindern besucht werden und wie sie von den einzelnen Anbietern auch dargestellt werden. Es ist eine wunderbare Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern. Wir haben insgesamt 17 Kooperationspartner, die mit uns helfen, diesen Tag zu gestalten. Von kostenlosen Seh- und Hörtests über Geschicklichkeits- und Sinnesparcours, Trommelworkshop, Zahnfee-Station, Entspannungsübungen bis hin zu Wassertreten, die Herstellung eines Duftsäckchens und natürlich als große Station die Zubereitung eines gesunden Pausenbrotes und leckeren gesunden Getränken gab es einiges zu sehen, lernen und erleben. Dieser Bericht wurde Ihnen präsentiert von Frank Hoffmann Immobilien, Ihr Experte für Immobilien in der Region und in Hamburg. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.